Wir holen sie laden. Ausgewichen. Zack. Und jetzt geht's ab. Leichen säumen den Boden. The Servus, moin moin und hallo bei einer weiteren Folge Let's Play Empire of Sin. Wir machen so weiter, wie wir letztens aufgehört haben. Wir eliminieren Banden und machen Aufträge, dass in der Story weitergeht. Und wie es auch so schön ist, sind wir gerade in Little Italy. Und wir haben schon wieder einen neuen Auftrag vom Jacques. Wir haben letztens in der letzten Folge genau mit einem Auftrag vom Jacques aufgehört. Und jetzt steht hier, Jacques möchte eine dringende Angelegenheit mit ihm bereden. Also daher, zack, müssen wir diese Folge gleich sofort wieder hinspinnen zu ihm. Wie immer, treffen wir uns im Park, wie seriöse Geschäftsmänner. Wir haben nach wie vor die Dotti im Team als neue, sehr, sehr cool bis jetzt, hat sich gemacht. Und schauen wir, was halt Jacques zu sagen hat. Daniel McKee Jackson, schön, dass Sie da sind. Es geht um eine Privatangelegenheit, eine ziemlich dringende. Privatangelegenheiten auch noch. Cool, cool. Der Typ ist aber sympathisch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Typ ist sympathisch. Was genau? Ich habe eine sehr enge Freundin namens Rosie, die zurzeit gegen ihren Willen im Wishing Well festgehalten wird. Sie müssen ihr helfen, von dort zu entkommen. In Ort. Warum ist sie dort? Das ist eine lange Geschichte und ich bin nicht bereit, sie preiszugeben. Ich möchte nur so viel sagen, dass sie eine komplizierte Beziehung mit der falschen Person eingegangen ist. Verstehe, wie dem auch sei, ich werde sie da rausholen. Komm, mach mal. Daniel McJackson, das werde ich Ihnen nicht vergessen. Passen Sie auf, dass ihr nichts zustößt. Ich flehe Sie an. Das mache ich. Also, das mache ich nicht, doch ich gebe mein Bestes. Natürlich. So, wo müssen wir denn hin zu der Good Old Rosie ins Wishing Well? In welcher Stadt müssen wir denn da? Ach, ist es sogar hier. Wunderbar, ist sogar Little Italy. Zack, ein paar Straßen weiter. Tirna Onk. Warte mal. Nee, jetzt. Hinbewegen. Ist das jetzt in unserem Laden? Oder in dem Laden da dahinter? Ah, nein, der gehört nicht. Das gehört den Dark Hacks. Den haben wir immer gute Whisky-Geschäfte gemacht mit den Dark Hacks. Also, wir können da eigentlich eintreten ohne Kampf. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Ja, können wir skippen. Immer diese lästigen Kämpfe. White City Circus sind übrigens auch die nächste Bande, die wir heute in dieser Folge noch weglasern werden, würde ich sagen. Also, ihr könnt es anscheinend kaum erwarten, von uns weggemacht zu werden. Oh, wir sind drin. Ja, moin. Wir sind drinnen. Lull. So, dann schauen wir doch mal, was es hier zu erledigen gibt für uns. Ist das? Das ist... Das ist unser Rosie hier. Ja, komm, lass mal mit ihr reden. Wer sind sie? Wer sie sind? Wer sie sind? Sagen wir einfach, ich bin ein Freund von ihnen befreundet. Okay, sau schlecht übersetzt. Gehören sie zu Jacques? Ich hoffe, sie sind gekommen, um mich herauszuholen. Das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Worauf warten wir dann noch? Haben sie Waffen dabei? Selbstverständlich, ich habe eine Pistole dabei. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe schon so manchen Kampf überstanden. Gut, gehen wir. Oh, da käme die böse Wichte daher. Gesprintet. Gebäude angegriffen. Die Büro von der Westenspanne greift der Gold Peak in das Hüthausloop aufgeben. Da, ah, so ein schmieriger Schmierling. Ein schmieriger Schmierling. Was glauben Sie, wohin Sie wollen? Das geht Sie nichts an. Sie gehen mir besser aus dem Weg. Ja, da gar kein Respekt. Ohlala, was ist das für ein, oder? Sie können sie nicht mitnehmen. Befehl vom Boss. Ich gebe Ihnen eine Chance, kurz wegzugehen. Sagen Sie mir Ihrem Boss, er kann mir am Arsch lecken. Ich gebe Ihnen eine Chance, kurz wegzusehen. Das geht leider nicht. Wenn ihr beide abhauen wollt, kommt keiner von euch lebend heraus. Kampf beginnen. Let's go. Also, der Typ ist ja auch extrem dumm. CMA. Schläger heißen die. CMA-Schläger. Steht das für irgendwas? Egal. Selbstschuld. Die haben gesehen, wir sind hier mit unserer Bande. Wenn sie sich mit uns anlegen, dann gibt's heute auf den Dötz. Da haben schon ganz andere Leute. Da haben schon kleinere Leute geschlagen wie dich. Und da waren wir zu fünft. Klassiker.
ich konnte sogar sie. Ich konnte sogar die Rosie steuern. Ja moin. Machen wir Doppelbeschuss. Jo, und teilt nur Schaden aus. Rosie, sympathisch. Oh, immer auf die Dotti. Also auf die Dotti gehen die irgendwie gern. Das sind alles so richtige Frauenhasser. Chauvinisten. Sag mal doch, Chauvis, ja genau, richtige Chauvis. Logo. So, der. Wer nicht hören will, muss den Hammer spüren, sag ich immer. Und jetzt noch die Dotti. Pratz, 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 pratz. Und das Finale gibt's vom Gibby alias aka der Örti. Pratz, patz, patz. Canadian Maple Association war das. Alles klar, hab nicht gewusst, dass die gibt, aber gut. Wishing well a little. Warte mal im Team. Ja, also, legen wir uns mit Kanadi an anscheinend. Diesen Kampf skippt man natürlich auch wie immer, weil er komplett unwichtig ist. Zack. Ah, wir müssen noch mit ihr reden. Sehr schön. Hey, danke für die Hilfe. Ich wünsche, ich könnte Ihnen mehr geben. Jedenfalls haben Sie das hier redlich verdient. Danke, Rosie. Wurden Sie bei dem ganzen Schlamassel irgendwie verletzt? Ich habe kaum einen Kratzer abbekommen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das habe ich schon immer getan. Sehr schön. Vielleicht müssen wir die Dotti mit ihr reden lassen. Die kann das wahrscheinlich mit so auf Frauenebene besser abschließen. Ja, das glaube ich gerne. Nur, was hat es eigentlich mit Ihnen und Jacques auf sich? Jacques, er ist mein Bruder. Piu, so ist es also. Oh, das hat er dann wohl vergessen zu erwähnen. Das sieht ihm ähnlich. Entweder bin ich ihm peinlich oder eine Last. So oder so, ich bin in seinen Augen nicht gerade das, was man eine freie Frau nennen mag. Eine Schande, das hätte ich gar nicht von ihm gedacht. Das tut mir leid, sind sie überhaupt hierher gelandet? Ach ja, naja, jedenfalls freut es mich, dass ich ihnen helfen konnte. Ich will wissen, wie du hierher gekommen bist. Ich will mehr über diese Canadian Maple Association wissen. Das ist kompliziert. Sagen wir einfach, ich war in einer Beziehung, die sehr schnell den Bach runtergegangen ist. Apropos, Dutch Schulz wird nicht froh sein, dass sie mich befreit haben. Er könnte also sein, dass er hinter ihnen her sein wird. Dutch Schulz, wer ist Dutch Schulz, Schüler? Danke, man sieht sich. Auf Wiedersehen. Ach, ist er Dutch Schulz vielleicht? Ist auch so ein Typ, wo man anheuern kann, vermutlich mal. Aber gut. Soll er mal kommen? Wir haben schon wieder einen Auftrag erledigt. Das ist blendend. Daniel McKee Jackson for President, würde ich sagen. So, wir haben wieder eine Aufgabe erledigt. Dann würde ich sagen, geht's jetzt zu den White City Circuses. City Circuses heißen es jetzt nicht, aber wo ist denn ihr Unterschlupf? Hier nicht, hier haben sie bloß ein Gebäude. Das ist uns wurscht, das übernehmen wir dann direkt. Hier haben sie auch. Hier ist der Unterschlupf. Anreisen. Wir haben so viel Geld. Eigentlich ist es doch witzig, wenn wir so ganz viele Charaktere ausprobieren und nicht immer mit den gleichen spielen. Sprich, wir holen uns einen sechsten Mann dazu ins Team, würde ich jetzt vorschlagen. Wir speichern kurz an dieser Stelle und dann holen wir uns einen sechsten Mann und dann gehen wir mit sechs Leuten zu den White City Circus. So, wir holen uns aus sechsten Mann ins Team. Einfach mal. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Wer bist denn du? Der hat mit keinem ein Problem. Das sind doch mal nette Leute, die haben nie ein Problem, aber ein Killer, wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel Killer. Eine Ärztin war doch mal. Wart mal. Das ist eine Ärztin. Die ist mit ihr gut. Und mit dem auch. Dann würde ich jetzt noch sagen, holen wir noch die ins Team. Da gibt es ja richtige Synergien. Dann haben wir mal eine, die alle heilt. Die Diane Viper Madura. Ja komm, wir erhöhen die Frauenquote und holen mal richtig krasse Typen ins Team. Einzigartig. Was ist das denn? Ein Stahlkernpfeil. Hochsympathisch. Anheuern, komm. Ab, wir haben so viel Geld. Oh. Erhöht 2 Runden lang die Dauer aller Statuseffekte. Okay, sie sind nur in der Lage, Maschinenpistolen zu verwenden. Die können keine Maschinenpistolen verwenden. Ja. This is excellent. Sehr gut. Sehr sympathisch. Das ist gut. Haben wir da irgendwas im Lager für sie? Ja, hier Schrotflinte. Schrotflinte bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber gut. Sie ist ja eh in der Front, weil sie immer heilt. Die hat ja richtig krasse Sachen am Start. Rüstung hat es auch ohne Ende. Hat 110 Lebenspunkte. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wir haben, ja, ich glaube, wir sind, wenn sie jetzt noch da ist, wir haben einfach schon so ein
Rudel jetzt einfach, wie so ein Heuschreckenschwarm. Heuschreckenschwarm, dann können wir so, okay, wir bringen uns. Mit so einem richtigen Heuschreckenschwarm können wir dann immer die Gegner überfallen. Das lobe ich mir. Wir holen jetzt noch die White City Circus weg und dann sind wir echt bald durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön angreifen. Die White City Circus regt mich eh auf. Dann haben wir nur die Los Luceros, das wird der große Endkampf. Dann noch ein paar Missionen. Läuft. Kämpfen. Wir haben jetzt so ein fettes Team einfach. Alter, was hat denn die für ein Gerät? Jo, alles klar. Es ist geil, wenn wir ein Heiler im Team haben, glaube ich. Weil dann kann der Daniel McKee öfter mal Schaden austeilen, muss ich dann mal heilen. Das ist, glaube ich, ziemlich stark dann. Also ich glaube, wir haben jetzt schon so ein starkes Team einfach. Das ist abnormal. Uiuiuiui. Da gibt es gleich mal Schaden. Alter, die haben alle fette Waffen, du. Holy shit, was passiert denn jetzt? Was hat denn der für eine geile Tommy Gun? Die will ich auch. Es wird interessant, es wird interessant. Sie, was haben sie für krasse Waffe? Betäubungsgewehr, was? Wir müssen schauen, was passiert. Okay, da komme ich auf die Schrotti. Alter, was ist das für eine Waffe? Alter. Schnetzeln und hacken. Boah, ein 360-Grad-Nahkampf, das ist ja auch geil. Ja, wie gesagt, wir heilen jetzt gleich mal unsere Leute. Weil wir müssen ja mit vollen Lebenspunkten in den Laden reingehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und sie können dann auch noch schießen. Ach, die schießt Betäubungspfeile. Wie legendär ist das denn eigentlich? Ey, richtig geil einfach. Zack, 6er Fuß geschaden. Schmeckt. Also ich merke, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was eigentlich, glaube ich, ziemlich wichtig ist, dass man eigentlich immer relativ zeitig die Rüstung wegmacht mit irgendwie Granaten oder so, weil dann echt der Schaden immer stark reduziert ist. Ja, jetzt so ein Rudel am Start, das gefällt mir. Das Daniel McKee Wolfsrudel. Ich muss kurz noch schauen, ich nehme echt nur ein paar Granaten mit, glaube ich. Dort. Also der ist nicht mehr dabei, der Groover Monsk. Hier. Haben wir da noch irgendwas Geiles, wo... Was ist das? Diese MK2. Plus 2 Rüstungsschaden. Das ist schon mal gut, wenn die Rüstungen haben. Dann nehme ich schon mal sowas mit. Ja, nehme ich auch. Was haben wir da oben eigentlich noch? Das da. 4 Rüstungsschaden. Ja, F1 Granate. Komm, ja. Zack. Und jetzt rein zu den White City Circuses. City Circus. White City Circus. Zum White City Circus. So. Ja, die haben schon ein paar mehr Wachen. Oh, der Jack McGurn. Jack McGurn. Maggie Dyer. Die schaut schon krass aus. Also die, glaube ich, die weiß, wie so der Hase läuft. Ein sehr offenes Feld. Wir müssen gleich mehr auf Rüstung gehen, würde ich sagen. Aber die haben gar nicht so viel Rüstung. Doch, doch, doch. Hier gibt es gleich mehr richtige F1-Nate. Zack. Schön toll. Daniel McKee, rücken Sie vor. Es sind irgendwelche gefährlichen Konsorten dabei. Ich denke nicht. Wir müssen einfach gleich die ersten Leute rausnehmen, um den Schaden heute möglichst gering zu halten. Oh, jetzt ist schon die Maggie dran. Kochendes Blut. Oh shit, der macht jetzt auf alle Schaden, oder? Hä, wie läuft denn der rum? Wieso darf der das jetzt überhaupt, Scott? Hä, was passiert hier? Also, sie macht mir schon ein bisschen Angst, ey. Das ist ein richtiger Kampfzwerg. Die müssen wir gleich mal irgendwie besten ausnocken oder so. Hey, es sind schon viele Wachen. Es sind viele Wachen. Puh. Nicht. Oh, das ist ein gefundenes Fressen für einen Gibi, so einen Haufen. Komm, 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 komm. Wir holen sie laden. Ausgewichen. Zack. Und jetzt geht's ab. Also alles voll Überwachung. Ja gut, da gehen wir. Wir bewegen uns nicht mehr, würde ich sagen, an dieser Stelle. So, gleich unsere Heilerin. Aber ich kann jetzt laufen, weil dann kriege ich ja die sämtliche Wachdinger ab, oder? Daneben. Oh Mensch, mich würde interessieren, was da passiert. So. Das, da müssen wir nicht lange überlegen, was wir da machen. Ah!
Und der hat es nicht abbekommen. Ärgerlich. Aber gut. Da haben wir auch eine MK1-Granate. Ich würde sagen, die macht doch einen guten Flächending. Wir müssen jetzt einfach wirklich sprengen, die Leute. Jawoll, das war richtig wichtig. Wie sagt man so schön? Richtig. Und wichtig. So. Erst einmal hier diese ganzen Der Philipp Hall ist auch noch mit dabei. Es sind gleich zwei Typos noch dabei. Naja. Wir machen einfach einen weg. Einfach den Schaden gering halten. So, unser guter Reiniger. Wen? Alter, wie soll alle stehen? Zack. Hat zwar nicht viel Leben, aber die Matakone einfach heilen. Das war, glaube ich, schon ganz. Der muss stehen bleiben, weil ich darf nicht den ganzen Wachding reinlaufen. Wenn ich jetzt hier letzte Ölung mache, bin ich doch auch extrem gut unterwegs. Oder heile ich den? Nee, letzte Ölung muss da her. Und alles auf die Maggie. Gut, der schießt einmal ganz Magazin, die an sie. Alles klar. Ganz dubioser Kampf, dass alle nur in Wache gehen. Aber wir haben quasi die Maggie fast one-geschottet mit diesem blöden letzten Ölungsteil. Oh, die wird geheilt. Die wird geheilt. Frech. Und sie hat jetzt so viel Rüstung, sehe ich gerade. Dieser richtig der Tank einfach. Ich würde es gerne mit unserer Lady heilen. Aber das sind lauter Überwachungsdinger. Aber wir müssen den Typen heilen. Das hilft nicht. Da geht der Plan einfach komplett nach hinten los. Aber durch kochendes Blut stirbt einfach die Maggie weg. Das ist schon mal gut, da macht die schon mal keinen Schaden mehr. Der Gibi. Was passiert hier? Was passiert hier? Ist jetzt die Ärztin komplett. Die können wir nicht mehr wiederbeleben. Ich hab zur Zeit. Wir haben so einen Verschleiß aktuell an Leuten. Das ist verrückt. Das ist komplett verrückt. Was wir aktuell einen Verschleiß an Leuten haben. Der Gibi flieht deswegen natürlich ganz aufgeben. Ach, was passiert hier? Das ist ja schrecklich. Der muss weg. Zack, sehr schön. Ja, die backen schon hart ab, ja. Wieder Leichenhaufen sich schon stapeln. Überall. Ja, ja! Leichenhaufen haben wir da. Zack, wieder einer weniger. Daniel McKee, sie heilen jetzt mir sofort den Reiniger. Ja, das ist mir jetzt wurscht. Okay, die machen schon Schaden, aber. Das ist der Gibi halt echt weg. Leute, was passiert denn hier? Was passiert hier denn? Wer hat da so viel Schaden gemacht? Der Philipp Hall, ja dann. Hat keine Rüstung, zack. Rückt's aufs Maul, okay, nix. Da sind auch noch Wachen mit Snipern. Okay, daneben, wichtig. Wir haben jetzt gerade zwei Leute quasi in dem Kampf verloren. Ja, kannst du dir ausdenken. Da laufe ich ins Sniperfeuer, da müssen wir auf den gehen. Bitte ist der ausgenockt, also es wäre so wichtig, betäubt zu müssen. Das glaube ich auch ganz gut. Ja, da überspringt er den seinen Zug. Aber wir müssen den Typen wegmachen, weil der hat richtig viel Schaden gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin ein bisschen angespannt jetzt. Das haben wir, was wir Leute verbraten aktuell. Das will ich doch gar nicht. Ich kann mich hier nicht bewegen, glaube ich. Ah, ich bin leer geschossen. Dann nachladen. Wir müssen einfach ruhig bleiben. Wir müssen einfach ruhig bleiben. Was, wie soll denn die Leichen stapeln, ey? Zack. Schaut euch das mal an. Das ist ja ein Massaker. Ein absolutes Massaker. Ich muss eigentlich sie mal hinrichten, oder? Wenn ich dort drüber laufe, laufe ich halt genau in das Feuer. Ja, dann ganz ehrlich. Ich sage, wie es ist. Na gut, ich kann ja einfach schießen. Das ist natürlich, wäre natürlich blöd. Ja, sehr schön. Immerhin Schaden.
Der Gibby kommt halt auch nicht mehr zurück. Da heißt, er kehrt wieder in den Kampf zurück und er kommt aber nicht mehr. Belastend. Die Granaten am Anfang waren halt echt gleich wichtig, behaupte ich. Das zieht sich. Echt gut, der Clyde Malone hat so viele Lebenspunkte, come on. Wie einfach die Leichen sich darin stapeln, ey. What is happening? 98 Schaden macht er mit seinem Vorschlaghammer teilweise. Das ist auch so verrückt. Ja, ich würde sagen, Dotty macht die Maggie jetzt weg. Das war's. Es war mir eine Ehre, sich mit ihm zu bekriegen. Zack. Daniel McKee, heilt sich mal ein bisschen. Oder heil mal unseren Clyde. Nein, wir heilen uns einfach selbst. Bisschen. Mann, weh, der Gibby ist jetzt auch weg. Dann ist schon ein ganz trauriges Ende hier. Na oh, gut, wir werden sehen. Naja. Ich könnte ihn jetzt aus dem Leben stampfen, aber wir wollen ja erst einmal noch ein paar Leute hinrichten, wenn wir schon so viele rumliegen. Dann Philipp Hall noch. Schlietz. Ich hätte mir jetzt wieder einen Vorschlaghammer gewünscht, aber. Man kann nicht alles haben. Die Dotti hat echt einen großen Bewegungsradius. Und halt an Lebenspunkte sehr viel, also die war eine gute Investition. Hört sich blöd an, aber die hat sich leer geschossen. Mal schauen, was die Pistole so kann. Ach du Scheiße, die macht so einen Dreifachschuss daraus. Holy moly, okay, ah, ziemlich geil eigentlich. Gibt's eh nichts mehr zum Hinrichten. Schaut, Leichen säumen den Boden. Leichen über Leichen. Das ist ja abnormal. Leichen über Leichen. So, und der Daniel beendet das jetzt hier. Und da herum gibt es die geborgene Beute. Ein weiteres legendäres. Sehr schön. Gibby Wilbert ist geflohen, ey. Absolute Frechheit. Zack. Ja, übernehmen. Nehmen wir als Unterschlupf. Ne, wir wollen aber Kite einsetzen, weil dann ist er wieder ein Typ weg, oder? Aber ich glaube, das ist ja seit neuestem so, dass man immer einen einsetzen muss. Ja, man muss, glaube ich, immer einen Leutnant einsetzen. Ich verstehe. Ja, wir nehmen einen Reiniger, würde ich sagen. Das ist ein bisschen irgendwie dubios, dass man irgendwie doch immer einen Leutnant braucht. Vielleicht war es einfach bei den alten, beim vorherigen Patch einfach ein Fehler, dass es eigentlich schon immer so sein müsste. Ah, da ist der Gibby. Der Gibby ist zum Saufen gelaufen. Nachdem beide eine Weile zusammengearbeitet haben, hat sich der Reiniger in Gibby verliebt. Okay, der Gibby ist jetzt halt hart zum... Warte mal, was passiert hier? Was passiert hier gerade eigentlich? Also wir können mal den Laden gleich mal immer schon da sind. Zack, 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 zack. Dann treten wir ein. Schauen wir mal, was Gibby jetzt da macht. Der ist ja geflohen ist aus dem Kampf. Okay, er hat ja erstmal ein paar Biber. Okay, er ist sympathisch, komm on. Ja, das ist jetzt erst einmal ein bisschen verarbeiten müssen, dieses Erlebnis. Da ist unser Arzt. Er spricht vielleicht nicht für unsere Führungskenntnisse. Keine Ahnung, dass jetzt irgendwie uns drei Folgen dann jemand abhaut, selber Himmel läuft weg. Dann stirbt die eine Cristiano, jetzt stirbt wieder unsere Ärztin. Oh boy. Oh, Politik im Chicago-Stil Teil 1. Jetzt sind wir da angekommen, wo wir hinwollen. Das machen wir jetzt noch und dann... Dieses Jahr im November findet die Gouverneurswahl statt. Und sie haben die Chance, Einfluss darauf zu nehmen, für wen die Stadt stimmt. Die Demokraten könnten ihren Geschäften helfen, aber die Republikaner haben die Polizei in der Tasche. Wie viel möchten sie in diese Wahl investieren? Alles!
5.000 an die Demokraten erhöht die Casino-Einnahmen. 5.000 an die Republikaner verringert Wahrscheinlichkeit von Razzien in Speakeasies. 9.000, nichts, ich würde lieber mich selbst investieren. Lol. Ja, ich würde sagen, wir haben so viel Geld, aber Geld regiert die Welt. 9.000 an die Demokraten, wir wollen keine Republikaner wählen. Zack. 9.000, wir haben so viel Geld, Boys. So, Gibi, du kommst hierher. Jetzt muss ich da kurz nochmal nach drinnen schauen. Was ist am Reiniger? Ja, wir haben den jetzt wirklich... Wir können ihn nur feuern. Also der ist quasi dann fest an diesen Ort gebunden. Oh, da sie den Demokraten helfen, haben sie diese zwei kleinen Aufgaben für sie. Wenn sie die erledigen, werden sie ihre Beziehungen und alles im Zusammenhang verbessern. Ich werde es mir ansehen. Ich werde das Big Easy Einnahmen. Ja. Wir arbeiten jetzt einfach Vollgas. Wir müssen ins Politikgeschäft einsteigen. Wir wollen ja selbst einmal in die Politik haben. Wir wollen ja Vizebürgermeister werden, hat es geheißen. Also. Ja. Und schon ist wieder unser Team auf 4 geschrumpft. So schnell kann's gehen. Aber gut. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Und reingehauen.